Das diensthabende Känguru wird von verschiedenen subventioniert. Nur zögernd greift die Rechtschreibreform in unseren Ämtern und Behörden. Der Wissensstand ist miserabel. Um ein Bild über das Ausmaß des behördlichen Wissensnotstandes zu bekommen, hat der Bundestag eine Prüfungssonderkommission gebildet. Dr. Behrendt, Dr. Sonneborn und BHT Schiffner sind die Rechtschreibexperten. Schlammketschende Schlampen, da haben wir den Schlamassel. Den Spezialisten aus Bonn ist kein Behördenflur zu lang, um den sprachlichen Schlampereien auf die Spur zu kommen. Vor allem die Akten aus den Bonner Ministerien strotzen vor Fehlern. Und da haben wir noch ein SZ. Wer hat das gemacht? Gibt es hier jemanden, der unterzeichnet hat? Ja, das ist von Bonn. Ist das? Das ist von Bonn, ja. Das ist alles von Bonn hier? Das ist von Bonn, ja. Nur unsere Stellungnahmen selber. Das schauen wir mal hier. Aber vorgeschrieben wird doch jetzt auseinandergeschrieben, Chef, oder? Vorgeschrieben? Oh, das ist mir entgangen. Das wird getrennt. Ich hack das mal ab hier. Vorgeschrieben ist vorgeschrieben, auseinandergeschrieben, wie unser Spruch da heißt. Eine kleine Eselsbrücke, die wir uns gebaut haben. Mit ausgefeilten Intelligenztests versuchen die Prüfer, die Schwachstellen in den Amtsstuben zu extrapolieren. Ihre Berufsbezeichnung, die genaue bitte? Regierungsoberamtsrat. Welcher Ausdruck gehört hier nicht hinein? Das sind vier Ausdrücke, die ich vorlese. Akkusativ, dekorativ, präservativ, hochtief. Präservativ. Genau. Schon nach wenigen Tagen haben die Männer die spezifischen Rechtschreibschwächen im deutschen Behördenapparat lokalisiert. Die scheiß Arbeitslosigkeit macht uns ganz schön zu schaffen. Bei dieser im Bonner Forschungsministerium erarbeiteten Spezialmethode werden selbst komplexe Kernprobleme systematisch eingekreist. Ja, da haben wir zunächst mal hier schon den ersten Fehler nach der neuen Regelung. Sieht man auch manchmal mit dem Straßenbild, so in diesem Graffiti, scheiß Nazis oder sowas. SZ wandelt jetzt zu Doppel-S. Scheiß Arbeitslosigkeit, in Zukunft nur noch mit Doppel-S. Die Männer von der Bonner Sonderkommission wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Dr. Sonneborn regt die Bildung von Notklassen an. Er trommelt alle greifbaren Beamten zusammen und beginnt mit der dringend gebotenen ersten Nachhilfe. Die Steuerpolitik der Bundesregierung führt nach Ansicht von führenden Unionspolitikern unweigerlich in die Massenarbeitslosigkeit. Noch herrscht Skepsis bei der versammelten Beamtenschaft. Ist die Steuerpolitik durch einen massiven Satzzeicheneinsatz noch zu retten? Dass das wirklich einen Sinn macht, dass da ein Komma steht. Man kann es vielleicht so sagen, man kann die einzelnen Teile des Satzes kann man für sich nehmen, sie ergeben immer noch eine Aussage. Die Steuerpolitik der Bundesregierung führt unweigerlich in die Massenarbeitslosigkeit. Die Steuerpolitik der Bundesrepublik führt in die Massenarbeitslosigkeit. Das kann man stückeln. Es gibt immer eine Aussage, einmal bekräftigend mit unweigerlich und einmal abgeschwächt ohne unweigerlich. Von dieser Seite her könnte man es ungefähr so sehen. Die ersten Schulungserfolge machen Mut. Was wir in Deutschland jetzt dringend brauchen, sind ein paar Milliarden Zusatzkommas in den deutschen Behörden.